Moin Moin aus Kehl. Ich bin wieder in der Straßburg-Woche, das heißt, gestern bin ich in Straßburg angekommen, habe in Kehl übernachtet und mache mich jetzt auf den Weg nach Straßburg. Heute wählen wir den neuen Präsidenten des Europäischen Parlaments. Es gibt 7 Kandidaten, einen Posten zu vergeben. Man kann also annehmen, dass es spannend wird. Die Sitzungen sind bis heute Abend angesetzt. Maximal 4 Wahlgänge sind möglich. Im letzten Wahlgang, wenn es bis dahin geht, gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen. Es wird super spannend, denke ich, und werde die Kamera mit dabei haben. Und meine Kollegin und ich wollten um 8 losfahren. Es ist jetzt 8, deswegen mache ich mich auf den Weg. Wir sehen uns aus dem Parlament wieder. Moin, und jetzt wirklich aus Straßburg. Ich bin jetzt im Büro angekommen. Es ist 8:30 Uhr. Um 9 Uhr geht die Sitzung los. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, das Europäische Parlament wählt heute einen neuen Präsidenten. Martin Schulz hatte ja erklärt, nicht wieder anzutreten. Es gibt 7 Kandidaten, die dürfen sich jetzt gleich vorstellen, jeweils. 3 Minuten, man kann davon ausgehen, dass sie ein bisschen überziehen werden. Also ich rechne so mit 5 Minuten pro Kandidat. Und wir wählen die Personalentscheidung, das ist eine Besonderheit, nicht mit der Stimmkarte, nicht mit der elektronischen Karte, sondern die Personen werden mit Zetteln gewählt. Also jeder bekommt einen Stimmzettel, ganz altmodisch, und dann dürfen alle 751 ihr Kreuz bei der oder der, bei dem Kandidaten oder der Kandidatin, die sie, der sie vertrauen, sozusagen machen. In der letzten Abstimmung, die ab 20 Uhr angesetzt ist, wird es dann definitiv einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin des Europäischen Parlaments geben. Derjenige oder diejenige, die die meisten Stimmen dann auf sich vereint hat. Es wird also, wie gesagt, eine spannende Abstimmung. Und ja, jetzt habe ich schon wieder fast 4 Minuten geredet, das soll reichen. Ich bereite mich jetzt noch kurz vor und dann geht es schon direkt runter. Was jetzt hier gerade zu großer Heiterung unter den Abgeordneten führt und was man nicht so wirklich gut erkennen kann, aber ich blende hier mal einen Pfeil ein, ist diese Box. Und in dieser Box sind alle Namen der Abgeordneten, 8 Stück, die zählen müssen den ganzen Tag und zwar morgen dann auch noch die ganzen Vizepräsidenten. Und das möchte natürlich niemand so gerne. Aber in jeder Wahlurne steht ein Abgeordneter, der den Vorgang mit überwacht. Und deswegen bricht hier immer so ein großes Hallo aus, wenn der Kollege gezogen wird, weil man sich freut, dass man selber nicht ran muss. Jetzt wurden gerade die Stimmzettel ausgeteilt. Die sehen so aus. Eine Stimme und die kommt dann in diesen Umschlag. Der erste Teil ist jetzt durch. Wir haben alle abgestimmt. Ich musste einmal von hier oben ja da hinten hinlaufen. Angestellt, da musste man sich noch unterschreiben. Jetzt gerade ist Sitzung unterbrochen, weil jetzt die Auszählungen sind. Und danach geht es, wenn in dem ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit hat, direkt weiter mit dem zweiten Wahlgang dann. Vielleicht ganz kurz, was passiert ist. Der Guy Verhofstadt war ja Kandidat der Liberalen. Der hat seine Kandidatur zurückgezogen und die ALDE, das sind die Freien Liberalen, sage ich jetzt mal, also die FDP auf europäischer Ebene und die EVP, das sind die Konservativen, die CDU, CSU bei uns so im Vergleich. Die haben zusammen eine Vereinbarung verabschiedet und aufgrund dieser Grundlage hat Guy Verhofstadt sozusagen seine Kandidatur zurückgezogen. Was er dafür bekommen hat, weiß ich nicht, aber das schafft natürlich eine etwas größere Mehrheit für den Kandidaten der EVP. Insofern warten wir jetzt mal ab, was die Ergebnisse bringen. Hi, ich bin jetzt im Fraktionssaal der S&D-Fraktion nach dem ersten Wahlgang. Die Ergebnisse stehen hier fest. Wir besprechen jetzt, wie es weitergeht, und der Raum füllt sich, gleich geht's los und dann wollen wir gucken, was passiert. Danke.
der zweite Wahlgang ist jetzt abgeschlossen und wir gehen jetzt hier aus dem Gebäude hinter mir, also aus dem Plenarsaal, rüber zur Gruppensitzung. Und danach ist wieder Fraktionssitzung, Gruppensitzung. Aber jedenfalls, da laufen wir jetzt erstmal hin. Die deutsche Gruppensitzung ist vorbei und wir machen uns jetzt, was heißt wir, ich mache mich jetzt, die Kollegen sind schon vorweggelaufen. Da laufen sie. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg ins Plenum, da gibt es jetzt die Ergebnisse vom zweiten Wahlgang. Und jetzt findet der dritte Wahlgang statt und ich nehme jetzt mal nicht den Fahrstuhl. Weil wenn alle gleichzeitig mit den Fahrstühlen fahren wollen, ist das immer ein bisschen schwierig, sondern ich nehme jetzt einfach mal das Treppenhaus und ja, muss jetzt 7 Stockwerke nach unten, aber so komme ich wenigstens zu ein bisschen Bewegung. Okay, ich bin auf der falschen Seite rausgegangen. Der dritte Wahlgang ist jetzt auch vorbei. Gucken wir mal, im Moment braucht der Kandidat noch von den abgegebenen Stimmen auf jeden Fall die absolute Mehrheit. Es kann also so ausgehen wie im zweiten Wahlgang und dann brauchen wir tatsächlich nachher noch den vierten Wahlgang. Das wird dann ist dann definitiv der letzte Wahlgang und im vierten und letzten Wahlgang reicht dann die einfache Mehrheit. Und dann kommt es halt darauf an, wie sich die verschiedenen Abgeordneten der kleineren Gruppen, die bis jetzt recht aussichtslose Kandidaten aufgestellt haben, verhalten, ob sie sich enthalten, dann zählt die Stimme nicht, ob sie dafür stimmen oder dagegen stimmen. Also es wird noch weiter spannend, aber jetzt müssen wir erstmal die Ergebnisse des dritten Wahlgangs abwarten. Es ist jetzt genau 18 Uhr und ich nutze die Gelegenheit und gehe jetzt erstmal was essen. Bis später. Jetzt geht es zu den Ergebnissen der dritten Runde. Ich bin gespannt. Kandidat die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat, kommt es zu einem vierten Wahlgang. Ich bin jetzt wieder im Fraktionssaal. Ich fange leider manchmal an, mit mir selber zu reden. Es ist schon soweit, obwohl du so jung bist. Ja, genau. Ich bin jetzt wieder im Fraktionssaal. Bis 20 Uhr ist jetzt die Sitzung nochmal unterbrochen. Und dann geht es in die vierte Runde. Da sind jetzt nur noch 2 Kandidaten dabei. Unser Gianni Pitella darf nochmal rein. Und der Tajani von der EVP. Das waren die beiden mit den meisten Ergebnissen. Und zwischen diesen beiden entscheidet es sich jetzt im vierten Wahlgang. Gewinnt derjenige von beiden, der dann tatsächlich die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. Insofern wird es jetzt relativ spannend. Der Fraktionssaal füllt sich langsam. Aber sicher. Und dann geht's weiter. Jetzt geht's zum vierten und letzten Wahlgang. Diesmal von der anderen Seite ins Plenum. Jetzt wird's also spannend. Jetzt kommt's drauf an. Und ja, hinter den Kulissen werden jetzt natürlich Gespräche geführt. Und es wird verhandelt. Das machen die Gruppenleiter und Fraktionsleiter. Kann man gespannt sein, was dabei rausgekommen ist. Wir werden es dann nach 20 Uhr sehen. Jetzt ist es 5 vor 8. Und um 8 geht's dann halt gleich los mit dem vierten und letzten Wahlgang. Martin Schulz verkündet jetzt das Ergebnis, was hier schon durchgesickert ist und alle wissen, dass Gianni Pitella nicht gewonnen hat, sondern Tajani, auch ein Italiener von der EVP, und er wird das Ergebnis jetzt verkünden. Ich gebe das Wahlergebnis des vierten Wahlgangs bekannt. Ich gebe die gültige Stimmen 633. Auf Herrn Abgeordneten Pitella entfielen 282 Stimmen. Auf Herrn Abgeordneten Tajani entfielen 351 Stimmen. Sehr geehrter Herr Kollege Tajani, ich beglückwünsche Sie von Herzen zu Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen für die Ausübung Ihres Amtes alles Gute, eine glückliche Hand, viel Erfolg. Herr Präsident,
Ich darf Sie bitten, Ihren Platz einzunehmen. Ja. Und ein letztes Mal, jetzt ist es offiziell, Martin Schulz ist nicht mehr Präsident, hat seine letzte Sitzung geleitet, gewonnen hat Tajani, der Italiener Tajani. Und ja, es wird jetzt sicherlich schwieriger für ein soziales, progressives Europa zu streiten, zu arbeiten, aber ich bin ja noch neu dabei und habe viel Energie, insofern geht es jetzt los. Und demokratische Entscheidungen sind zu respektieren, das war ein Kampf, der bis zuletzt geführt wurde und ist jetzt ausgegangen mit 70 Stimmen Unterschied. Die EVP muss sich überlegen, ob sie sich mit den Rechtsaußenstimmen hat wählen lassen wollen oder nicht. So ist es. Ja, und das ist jetzt das neue System und ein neuer Präsident ist ab heute gewählt und kommt aus Italien. Und damit lasse ich diesen, das war jetzt quasi mein Vlog, nur über den Tag heute, über die Wahl des Präsidenten. Es ist noch jetzt nicht vorbei, es ist jetzt 10 nach 9. Jetzt ist noch Fraktionssitzung, da wird dann die Wahl morgen der Vizepräsidenten vorbereitet. Ich denke mal, bis 10:30 bin ich noch hier und ja, dann ist es vorbei. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog über die Wahlen gefallen und wir sehen uns später. Macht's gut, ciao.